Ja. Ach da. Moin. Lass mich mal eben was überwerfen, ne? Das feine, kleine, dicke J. So. Cool, ne? Ich kann Bauch tanzen. Ja, ich komme schon immer mit meinem Bauch tanzen. Ich lege dich ja nicht weg, ne? Wenn ich auf eine Tanzfläche gehe. Bevor. Ich muss mal eben. Ja, ich krieg's geregelt. So, da ist er schon wieder. Kette nach hinten, das sieht so prollig aus. Ja, ist halt meine Lieblingskette. Ich nehme mal heute beide Mikroskope. Ich mache das rechts und links und hab das Stereo, ne? Nee, ich habe gestern, heute Nacht, ich war ein bisschen konfus. Ja, konfus, nein, so schlimm ist es auch nicht. So, dann ein bisschen Licht von vorne. Ah, cool, ne? ja, da habe ich wohl irgendwo einen Schnippi reingemacht in einen Film, da, ich weiß nicht. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Ja, ich habe ja jeden Tag dieselbe Schürze. Nein, ich habe ja mehrere. Ich habe ja ganz viele davon. Niki hat ja mal 15 Stück bestellt und er bekommt sie ja schließlich auch immer von dem jeweiligen Etablissement, wo er dann da köcheln muss, bekommt er immer was gestellt, ne? Mützen und eine andere Jacke, weil die da vielleicht wieder, ja, das Personal alles eine gleiche Jacke hat, in Gold oder in Silber oder ja, oder wie Hausmeister Krause in Grau. Ne? Ja, pass auf, ich habe ja gestern, glaube ich, meine ich, in einem Video oder vorgestern, hatte ich ja gesagt, ich mache ja mal was wieder aus der Tüte. Ja, und zwar habe ich, ja, das ist gar nicht mal so schlecht, ja, muss ich mal dazu sagen. Ja. Ich meine, ich bin ein bisschen kritisch, was das betrifft. Ne? Ich habe hier diesen Gratin, ja, ich zeige euch jetzt nicht die Firma, nein, ich mache keine Werbung, ich kriege auch kein Geld dafür. Und er sieht dann so aus. Also in einem Pappkarton ist dann so die Menge drin. Reicht also so, ich teile das mal so, ja, für zwei Personen dürfte das genügen. So, jetzt habe ich mir pfiffigerweise gedacht, Mensch, du hast doch hier diese kleinen Förmchen, machst du pro Person einen so einen. Ja, so eine Auflaufform. Fertig damit. Hm? Ist das eine Idee? Das ist eine Idee, Leute. So. Und das ist auch schön, guck mal, das ist schön weich, ja? Schön weich, das ist so, das fließt, ne? Ich müsste nur gleich gucken, wo. Ja, ich muss dann hier, ach egal, ein Öffnungsschlitzi-Schlatzi ist da nicht dran. Also mache ich hier oben ein bisschen Luft, beziehungsweise, ja, so also frei. Und dann kann ich das hier nämlich abschnibbeln. Ne? Und dann muss ich das nur gleich halt ein bisschen aufteilen auf zwei Gefäße. So. Ja, ich habe auch noch Speck. Da ist jetzt gar nichts so weit drin. Ich könnte ja noch ein bisschen mit Speck verfeinern. Da hast du wohl. Au! Da hast du wohl wahr. Guck mal, da ist noch der Speck. Was habe ich denn da noch versteckt? Ach du lieber Gott. Ja, da kann sie auch gleich verabschieden. Wiedersehen. Ah, so. Dann tue ich mich mal den. Ach, den brauche ich jetzt wiederum nicht. Ah, so. Jetzt schneide ich das mal auf. Aber wie mache ich das? Ach, das tue ich einfach da oben drauf krümeln. So. Jetzt schneide ich hier mal so den Schnippschnapp oben ab. Ziehe ich das ein bisschen auseinander. Also riechen tut's gut. Ne, ist gar nicht, also das hatten wir schon mal, ne? Nur da haben wir gar nicht so drüber nachgedacht. Aber hinterher haben wir so überlegt, das war gar nicht mehr so verkehrt, ne? Wenn man da jetzt so ein bisschen was verfeinert, ne? Ja, kann man ohne weiteres machen. Bisschen, ja, ein bisschen abschmecken mit Kräuters oder so. Kräuters aus gefriergetrockneten Truhe. Ja. Ne? Guck mal, jetzt gehe ich mal dahin und tu da mal so ein bisschen. Ja, das gibt es auch als Bratkartoffel, habe ich gesehen. Auch nicht verkehrt. Also es gibt schon so tolle Sachen, ne? Ich tue das jetzt einfach mal so
Hast du was, kannst du was da so in die, so die Form und hier wieder was rein, sodass überall ein bisschen was, also vergleichbar ähnliche Mengen vorhanden ist, weil ich möchte ja auch kein ja, benachteiligen oder der eine hat mehr am Teller. Da gucke ich auch immer im Restaurant, ne? Ja, wenn ich im Restaurant bin oder so. Und ja, dann gucke ich immer die. Ja, ich hätte fast gesagt, ich zähle die Pommes nach, ne? Wie viel der eine Gast kriegt und wie viel ich bekomme. Guck mal, hier könnte ich jetzt noch eine so mir so wegschnappen. Dann ist da die Lücke gefüllt. Ja, danke, dass mir immer da immer die Magneten runterknallt. Ich bin so richtig happy, was das betrifft. Ach ja, ich kann mich auch so gut bücken. Danke. So. Nee, Katzen, die müssen immer mit meiner Magnete, ja, Kühlschrank-Magnete müssen immer spielen. Ich hole euch mal einen Schnatz näher ran. Guck mal. Ja, so sieht das jetzt aus. Ja, das ist jetzt so eine Form so mit einer Portion. Davon habe ich jetzt zwei dabei. Ja, und dann nehme ich jetzt hier so Speck. Ja, was mache ich heute eigentlich? Ja, Auflauf, Kartoffeln, ja, und Zeug. Hier, auch so schön. Puck. Ja, das sind die Öko-Pucks, ja, von Dinslaken DEC, Dinslaken Eisportverein, die Club, ja. Nee, Quatsch. Das sind Camembert. Habe ich ja schon gesagt. Wir haben Starbesuch bei uns. Camembert und Camon Cindy. Also Cindy und Bert. Ja. Und dabei, bei diesen Camemberts, ja, war hier so ein Preiselbeer Zeug. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie nennt man das? Marmelade? Wildpreiselbeeren. Steht nichts bei. Ne? Also die tut man dann einfach gleich mit am Teller. Ja? Und dann den Käse daneben. Und dann diesen Auflauf da drumherum, hätte ich fast gesagt. So. Ich nehme jetzt einfach mal hier so ein Stückchen Specki. Ja, ich weiß, ne? Guck mal, guck. Ja, ihr könnt die jetzt nicht immer sehen, weil ich nicht immer anfassen kann, weil wenn ich Finger mit Fett und so habe, möchte ich nicht immer die Kamera berühren. Ja, ihr werdet schon noch was bekommen. Leute, so schlimm ist das nicht bei mir. Ne, ich schneide halt immer einmal, ich habe so einen langen, ja? So einen langen, ja, so einen langen Speck, so. Ja, so einen langen Speck habe ich. Und den schneide ich an meiner Mitte durch. Und dann schneide ich mir hier immer die Schwarte so ab. Ja, und das fällt gleich runter. So. Und dann gehe ich hin, schneide jetzt noch mal in, ja, hier ist noch ein bisschen Knorpel drin. Den schneide ich jetzt schon mal von vornherein raus. Weil es gibt nichts Ekligeres, wie auf dem Knorpel zu beißen. So, das kriegt ihr gleich. Und dann guck. Guck mal, guck. Nein. Es gibt dann, wenn ich will. Ich bin kein Fress- und Futterautomat. Ja, von wegen 50 Cent reinschmeißen und dann fällt mir irgendwo aus der Hose so ein Leckerchen für die Katzen oder so. Nee. Ihr müsst warten. Ach du Scheiße, jetzt ist, Entschuldigung, ach du Kackerchen. Da ist ein Würfelchen runtergefallen. Sofort stürmt. Sobald die Geräusche hören, dass man auf den Boden fällt, Feierabend. So, jetzt muss ich das da irgendwie drunter kriegen. Ruhe da unten. Ruhe.
wäre natürlich jetzt blöd, ne? Wenn man jetzt, ich bin so geizig, ne? Also ich bin, weil, kann ich euch sagen, woran das liegt? Ich spüle ja immer, ne? Ja, ich spüle ja immer. So, und dann brauche ich so wenig Material wie irgendwie möglich. Wenn ich jetzt, sag ich mal, in irgendeinem Restaurant wäre, ja, okay, da muss ich ja schon allein, ja, jede Menge Löffel und dies und das und, ja, und hast du nicht gesehen, benutzen. Allein weil du ja mal abschmecken musst und du kannst ja nicht immer wie zu Hause mit demselben Löffel in die Suppe gehen, ne? Das gibt Stress. Da musst du aufpassen. So, und da musst du ja allein schon jede Menge Löffel haben. Obwohl, es gibt da einen Trick. Du hast einen Probierlöffel, den hast du immer hier so in der Tasche, also in der Schürze, ne? Oder wie auch immer. Und dann nimmst du die Suppenkelle, ja, und tust dir auf deinen Probierlöffel, tust du dir ein Häppchen drauf. Und dann führst du ihn zum Munde und dann kannst du schmecken. Dann ist der aber auch gleichzeitig wieder ein bisschen abgekühlt und du kannst mal so, ja, auf die Zunge zergehen lassen, ne? So, ich mache jetzt einfach wieder diesen Bisi von den Eulen gefriergetrockneten Krimskrams da drauf. Ich nehme mal Schnittlauch heute, nur Schnittlauch, das reicht. Ich bin immer der Meinung, Petersilie ist so komisch schmeckrig. Ne? Nee. Nee, das ist auch nicht so. Ja, geht nichts über frische Kräuter. So, aber wie ich jetzt schon mal beschrieben habe, so viel frische Kräuter habe ich leider nicht. Doch hätte ich wohl. Ich hab noch ein bisschen Petersilie. Und so, jetzt habe ich das ein bisschen untergegraben. Oh, das sieht gut aus. Ja, ich habe eigentlich, bin ich mit mir mal wieder zufrieden. Das kann ich aber schon mal im Backofen. Erdstuhl! Mann! Ihr müsst immer mit mir meckern, ne? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ach so. Wie mache ich das denn jetzt? Kommt nicht hoch genug? Ja, das ist gut. Jetzt muss ich gucken. Habe ich da sowas wie Umlauf? Pizza? Ne. Ist mir zu hoch temperaturtiriert. Zu hoch temperaturtiriert. 15 Minuten, ja, kann erstmal, ne? So, dann nehme ich mir eine größere Backform, also so eine Auflaufform, und nehme mir hier diese UFOs. Ach du Kacke. Jetzt muss ich hier jeden Käse, ist doch Käse, sowas, muss ich jeden Käse einzeln auföffnen. Da mache ich jetzt eigentlich Öl rein oder nicht? Muss ich mal. Ja, das ist jetzt hier, ne? So ein Back-Camembert. Wie gesagt, ich kriege da kein Geld für. Ich zeige auch nicht euch nicht das Logo. So, in der Pfanne. Das geht sogar in der Pfanne. Oh ja. Trotz Brille, ne? Tobi. Nicht Tropi. Da haben wir früher immer drüber gelacht, ne? Da ist ein Mädchen, Schulklasse oder irgendwo, ne? Schwanger gewesen, ne? Und dann hieß es immer, da ist ein Baby Tropi. Was? Ja, trotz Pille. Ja, mein Gott. Das war halt früher so. Da haben wir ganz andere Sachen gesagt. 200 Grad, Camembert auf ein Backpapier. Backpapier. Ich könnte mir vorstellen, das ist in Ordnung so. Ich mache das erstmal nur so. Ja. Ja, aber ich zeige euch das gleich. Die Verpackung ist blöd. Ja, manchmal ist alles blöd. Sogar ich bin blöd. Aber Leute, ich habe euch ja gesagt, ich bin gerne blöd. Ja, wer aufgehört hat, Kind zu sein, ja, der hat verloren.
der kommt nicht mehr weiter. Und dann, nee, hier, guck. Ja, guck mal, da musst du jedes, so ein etablisse Mengen da, haben die aus. So. Die Katzen. Big Mase. Ich brauch das. Jetzt haben das kein Geräusch. Nee, guck. Ne? Könnte man dem Kind ja praktisch mit in die Schule nehmen. So im Chemieunterricht. Habt ihr da einen Butzenbrenner? Dann kannst du das Ding da auch warm machen. Also. Machen. So. Da. Und ja, ich muss halt wieder alles runter schaffen. Runter schaffen. Und dann ohne Waffen. Ich mache jetzt hier das Ding heiß. Ohne Fleiß keinen Preis. Ah, Leute. Ja. Habt ihr auch Rückenschmerzen? Furchtbar, ne? Kennt ihr das? Schlimm. Ach, ist das schlimm. Ich könnte jetzt so ein Bier trinken, ne? Wisst ihr das eigentlich? Aber es ist warm. Ich trinke kein warmes Bier. Bah, bin noch nicht erkältet mehr. Doch ein bisschen habe ich immer noch. Ist noch nicht weg, ne? Meine Ohren sind noch beide zu. Ich habe schon so überlegt, eventuell mal ja, zum Ohrenarzt so. Früher haben sie mit einem Klistier gemacht. Ja. Kennt ihr Klistier? Bah, ne? Ja. Das nennt man nicht Auflauf, das nennt man dann wieder Einlauf. Ich habe ein Thema drauf. Tolle Klasse hier. Ja. Ich bin hier richtig. Hier fühle ich mich wohl, hier bleibe ich. Nein, auf jeden Fall. Ja, mit so einem Klistier. Also stellt euch mal eine Spritze vor. Ne? Ja, so aus Glas und Glas. So ein Kolben, Glaskolben. Ja, hinten aus Metall, so ein Griff und die Stange und so. Und vorne so ein dickes Silber, also verchromtes oder vernickelt oder andere Hasen und Karnickeln waren da so emulgiert drüber rum, ne? Und dann voll mit irgendwann oder boah, ja, da wurde ja ins Gehirn geschmettert. Ja, so eine Salzwasserlösung, ne? Habe ich gelesen. Und dann, das soll helfen, ne? Wenn du mal so Ohren irgendwie zu hast. Aber ich habe immer Angst mit Wasser in den Ohren. Ich hatte als Kind immer sehr oft, weil ich ja nur unter Wasser, also ich war ja nur im Wasser, ne? Ja, ich habe ja schon bald Schwimmhäute zwischen den Fingern gekriegt. Ja, nur weil ich mich ja immer im Wasser aufgehalten habe, ne? Ich war halt ein begeisterter Schwimmer und auch sportlich und ja, im DLRG, Schwimmsportverein und ja, und hast du nicht gesehen und weißt du nicht alle, ne? Ja. Ja, der dicke Mann, der Kuxe, ne? Ja, ich war früher auch eine ganz schlanke Gerte, ne? Nein, ich war nicht vorher weiblich. Reitgerte, so ein Pjoink zum Auer machen für Pferdchen und so, ne? Das meine ich, ja. Ja, und da, ist nicht, weil ich aufgehört habe da mit dem Sport, bin ich auseinandergegangen wie Hefemännchen. Nein. Ja, das war was anderes schuld. Ja, das möchte ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ich hatte vom Arzt mal so Hormonspritzen bekommen. Und dann konntest du zugucken, wie, ja, immer weiter, ne, so luftballontechnisch so immer mehr geworden bin. Ja, das war schlimm. Das war für mich ganz schlimm. Ich habe so dünne Ärmchen gehabt damals als Kind. Ja, da gibt es sogar Super 8 Filme noch von, wie so als Mini-Tarzan, als Zwerg-Tarzan da so den Zaun also, habe ich gemacht. Weißt du, da war ein Jäger-Zaun und da war irgend so eine Latte locker. Habe ich nur so getan. Ich war ja unser Zaun. Unser Zaun, so mache ich nicht kaputt. Ne? Unser Zaun, nee. Da muss man ja auch ordentlich mit umgehen, ne? Ja. Ja, ich muss mal eben einen Schluck Wasser trinken. Das Quassel, ne? Habt ihr das auch immer so? Ja, kennen wir, ne? Auch einen Schluck. Komm her. Bin nett, ne? Im Abgang prickelig.
Was war das denn nun? Da war eine kurze Verstörung. Ich hätte jetzt ein Standbild von mir gehabt. Hallo? Nee, kann ja mal vorkommen, ne? Ich habe gerade wieder so Geisterfilme geguckt. Ich guck mal ganz gerne Geisterfilme so, ne? Von Dashcam diesmal. Ja, so mitten auf dem Auto, weil auch mal steht da jemand oder da fliegt so ein irgendwie, ja, wie so ein Geistergewand, so diese, ne, weißt du? Ja, wo du nur so durchgucken kannst. Ja, flucht auf einmal so über das Auto. Ja, mit so einer Dashcam. Und oder. Da steht mitten, also die Frau steht auf so einem Parkplatz. Und da steht mitten im Wald, oder ja, so ein angrenzender Wald, da war noch so ein Zaun zwischen und dann kam der Wald. Konnte sie erkennen, da steht eine schwarze Figur. Bei den schwarzen Figuren bin ich mir manchmal nicht so sicher, ne? Das könnte ja auch ein Jäger sein. Genauso wie manche Yetis und diese Bigfootze, ja, das könnten ja auch Jäger sein, ja. Es gibt ja diesen Tarnanzug, ja, wo so, ja, da sind Millionen von so Fransen hängen darunter, ja, und der ist da komplett einmummelfiziert, ja, und du siehst den Menschen nicht mehr, aber du siehst nur noch dann so ein, wie so ein Gestrüpp oder so, ne? Ja, das ist natürlich so eine Angelegenheit, ne? Ja. So, was wollte ich hier? Ich schneide mal eben noch mal ein Stück Paprika hier, klitzeklein. Und hier für die... Ja, wenn ich ja jetzt anfange, dann wollen die Katzen auch sofort was haben. Ich kenne euch. So. Zack! Jetzt habe ich ja hier das große Messer. Ich will jetzt schon wieder kein anderes Messer haben, ne? Jetzt guck mal, jetzt gehe ich hier hin, um das Weiße rauszuschneiden. Ja. Zack. Raus, weg, tschüss. Und hier brauche ich mich nicht so groß anstrengen. Hier kann ich das so machen. Ne? Hauptsache so die Kerne und das weiße Gezumpel ist raus. Lecko Fanny, geht das Messer durch, du. Einmal scharf gemacht, habe ich mich nackend vor dem Messer gestellt. Das Messer war sofort scharf. Boah. Ja, jetzt guck dich das doch mal hier an. Warte mal, so. Hier. Oh. Jetzt guck. Hier. Was? Guck mal. Da kannst du Zeitung durchlesen. Was? Wie dünn. Ja, so. Dünn. Ah. Ja, Wahnsinn. Boah, bin ich stolz auf mich. Jetzt mache ich mir noch so ein Häufchen. Und ich schneide ja von hier oben. Das ist ja eigentlich, also von dieser blanken, also von Außenseite, ne? Ja, das ist ja die schwierige Angelegenheit, ne? Das ist manchmal so ein bisschen rutschig und dann klappt das nicht alle so. So. Also Millimeterarbeit ist das. Ja, weil ich bin eigentlich so der, ich mag gerne Paprika. Frisch oder gebraten oder gedünstet, gekocht und irgendwo mit drunter gemischt oder so. Ja, ich liebe, aber ich mag es nicht so gerne, wenn die so fest ist, ne? Wenn du die Konsistenz unterschiedlich ist, ne? Sag ich mal, Reis, ja, nee, Reis würde ja noch gehen, weil Reis hat ja auch eine Festigkeit, ja? Aber wenn du jetzt, sag ich mal, so jemand anderes nimmst, ne?
dann hast du das Problem, dass da, der Gulasch zum Beispiel. Ja, wenn der Gulasch so, schön softe Stücke drin hast, vielleicht Rindfleischgulasch, ja, was Edles, ja, und dann hast du da so einen halbfrischen, noch nicht ganz durchgegarten Paprika mit drin. So, und hier das Dünne, das ist ja in 0, nix, wäre das ja in Gulasch zart und weich und lecker und schmeckrig und und überhaupt. Ja. Nee, ich tue das jetzt mal nach unten, das ist besser. Und dich tue ich mal eine Etage tiefer. So. Ja, ich muss das jetzt erstmal, das muss jetzt oben ein bisschen Farbe bekennen, ne? Ich sage ja immer Farbe bekennen. Also ein bisschen bräunlich werden. Und dann kann ich ja jetzt hier dieses Größere, ja, kann ich ja dann oben drauf stellen. Dann ist das, ja, die heiße Luft kommt bei dem Backofen von oben. Und wenn das halt andersrum, dann hast du immer noch blassen, rohen Kartoffelgratin. Ja, und ich weiß, wie das heißt. Ja, das heißt nicht Gratin, das heißt Gratin. Gratin. Prost. Ja. Ja, ohne Comedy. Kein Comedy. So. Ja, aber das sieht doch richtig gut aus. Oh. Ja, schön. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe immer dieses Messer immer ein bisschen vernachlässigt, ne? Also, das ist jetzt so ein bisschen wie so ein Stiefkind, sage ich mal, ne? Guck mal. Oh. Nein. So, ich glaube, ich muss aber mal irgendwie auch mal Müll rausbringen. Ach, komm. Stelle ich euch mal dahin kurz. So. Charlie sitzt natürlich wieder wunderschön da, wo er nicht soll. Nee, ich habe heute wieder so einen Anfall gekriegt von Geilheit, hätte ich fast gesagt. Endibien untereinander. Ich habe mir wieder so einen türkischen Film auch noch angeguckt. Da geht immer so einer so gerne über die Wochenmärkte, also beziehungsweise über den Bazar. Ja, Bazar in dem Sinne, ja, Gemüse, Obst, Fleisch, Käse, Oliven, ja, wenn man das so kennt in Ziele, also nicht dieser Fake-Bazar, wo du nur nachgemachten Quatsch kaufen kannst, ne, dann meine ich jetzt nicht, ja, es schmeckt nicht so lecker, ne, so ein altes T-Shirt, ne, von Aldi Basch, ne, so, auf jeden Fall, toll, ne, also, dann siehst du so die Endibien-Salatköpfe da und Weißkohl und Rotkohlköpkes. Ja, boah, da kriegst du so Appetit, was in die Pfanne zu werfen, ne? Ja, das ist ja alles frisch. Ja, das kommt ja direkt frisch, ne? Das ist ja noch niemals, das hat ja noch niemals ein LKW gesehen, ne? Ja, die kommen ja mit so einem Moped oder so einem Dreirad-Moped haben die dann wie so eine Rikscha so ein bisschen, ne? Wie, ja, so ähnlich wie in Indien, so. Die, ja, Indien sind die ein bisschen schöner geschmückt manchmal, ne? Mit so Paletten und so, was da drauf klebt, ne? Ja, das ist da nicht so, nein. Aber dann siehst du, das ist dann so, dann kommt die angetuckert, ja? Packen dann aus und zack! Gerade noch im Boden, zack, jetzt schon wieder eine Obstkiste und du kannst bezahlen, kaufen. Oh, Leute. Ja, Salat, das was wir, kennt ihr den Roma-Salat? Ja, man sagt ja jetzt Snack-Salat, ne? Ja, ist gut da hinten. Ja, man sagt ja jetzt Snack-Salat. Da kannst du so, halt Maul, ja. Da kannst du so ein einzelnes Blatt nehmen und wie so ein Löffelchen, so Quark oder Tzatziki-Zeug oder ja, irgendwo und dann so tippen und dann so, ne? Ja, ne? Kannst du da machen. Und weißt du, wo wir hier so klein, da sind schon zwei Stück in der Tüte,
Ja, zwei Stück davon in der Tüte. Da haben die so. So ein Apparat. So ein Durchmesser. Ja, so. Also, und wenn ihr da, ich nehme ja auch den Roma-Salat anstatt Endive. Ich mache den ja immer untereinander mit Specksoße. Total gesund. Also, der Salat. Ne? Der Rest ist scheiße. Ah, Entschuldigung. Kacke. Gefährlich. Hüftgold. So. Und da, weißt du, da kriege ich einen inneren, so, oh. Ne, so, ich krieg da echt einen Orgasmus, wenn ich das so sehe, ne? Ja. Balletto, das sieht alles so schön aus. Und die sortieren sogar pyramidenmäßig, ja, die Kartoffeln. Und das Allerschärfste ist, pass auf, du kriegst eine Tüte, ich möchte gerne Kartoffeln haben, du kriegst eine Tüte und du kannst dir die Kartoffeln selber aussuchen. Ja, ist das gut? Du wühlst, also du, ja, oh, die ist schön rund. Ja, da komme ich mit dem Besser nicht so, ne, in so Bedrulle, wenn du so eine Kulle da hast, ne. Große Kartoffeln oder du willst nur die kleinen haben. Kannst du alles einzeln aussuchen. Jede Paprika kannst du dir einzeln aussuchen. Jeder Pfirsich oder, ja, da muss man sich mal überlegen. Ja, wenn du hier hingehst, ja, da musst du aufpassen, dass der Kunde guckt gerade nicht. Ich habe hier noch ein paar alte Paprika. Ist ja mir passiert, habe ich ja schon mal erzählt, ne? Ja, da kriegst du alte Paprika da rein und braune Bananen und so Scheibenkleister, ne? Ich meine, okay, du kannst ja heute auch schon alles selbst aussuchen. Aber bekommst du einen halben Sellerie? Ja, ich meine, in den Suppengemüsepaketen, da ist ja mal so ein klein Futzel Sellerie. Aber dafür 27 Möhren. Ja, 27 Möhren, so ein Kaliber. Ja, Leute, da kriege ich einen an der Mütze. Ja, du hast ja gar keine Auswahlmöglichkeiten. Du musst das ganze Paket mit ein bisschen Sellerie nehmen, ja, und dann musst du noch einen Kanickel kaufen, der die ganzen Möhren wegfrisst, wenn er mal Suppe geben soll. Weißt du, Leute, das ist, ich sag mal, Papiertüte am Regal, ja, vielleicht da wieder eine Person hinstellen und dann die sagt, der sagst du dann, ich brauche jetzt keinen ganzen Sellerie oder keinen ganzen Rotkohl. Kein Problem, wir haben ein Messer hier. Ja, weißt du, so, das wäre doch ideal. Aber nein, gibt alle nicht mehr. Kannst du gucken, wo du bleibst, doch. Warte mal, wie sieht das denn jetzt hier aus überhaupt? Nee, das könnte noch ein bisschen, siehst du. Dann lasse ich auch noch mal ein bisschen drin. 160 und... Das ist in Ordnung. So, das decke ich ab. Ja. Nee, das haben wir hier alle nicht mehr. Das war doch richtig Service noch, oder? Oder eine Tanke, ja? Hat geregnet. Ja, okay, die hatten ja immer ein Dach drüber gehabt, ne? Wie so ein Schirm, so ein Sonnenschirm. Zwei so Pinne und dann war so ein Blechdach oben drüber. Hat aber gehalten. War gut. So, und ja, heute schon geknobelt. Nee. Ja, und wenn du so überlegst, ne? Das ist alles weg. Alles weg. Der ganze Service, ja. Servicewüste Deutschland. Prostchen. Ja, ich gucke ja immer so einen Film. So eine türkische Family. Der Junge. Der hat sich, also sind zwei Jungs und ein Mädchen ist auswärts verheiratet, die wohnt ein Stück weiter weg. Aber die beiden Jungs, die sind noch im Haus, helfen auch immer, wo zu helfen. Die haben 4, 5 Kühe haben die und Hühner, Gänse, Pute manchmal. Ja, und dann helfen die Jungs immer gut mit. Und der eine Junge, der macht immer auch YouTube-Filme, so wie Icke. Ja, genauso verrückt und genauso Banane, ne? Hakan Celebi mit C. Celebi. Na? So, können wir mal nachgockeln. Grüßt der Mann schön, ne? Von mir. Von Teddy. Ja, ich weiß, ja, er verdrängt mich. Ich habe mal eine gewisse Frage gestellt und
Ja, ich würde gerne mal da den Ort bereisen. Ja, das ist richtig Zechen, also Bergbau noch, Kohle, ne? In dem Bereich da, in dem Gebiet einer Stadt. Und ja, ich würde das, ja, auch allein, weil ich ja auch so ein Mensch bin, ich bin ja auch auf Kohle geboren, ne? Ja, und ja, man möchte es einfach mal so sehen. So. Da gibt es auch sogar ein richtiges Bergbaumuseum, ja, wo die Werkzeuge ausgestellt werden und Hammer und ja, sowas, ne? Oh, Arschleder. Ja, nein, ist das nicht gefährlich, das ist ja auch nichts pervers. Das ist einfach so, du hast einen Gürtel vorne und hinten hast du so ein ja, wie Tarzan nur vorne und hinten hatte, ja, ist halt nur für hinten, ne? Und wenn du dich mal hingesetzt hast, hast du halt unterm Popo Arschleder eben, ja, und dann konntest du dich da auch mal so, ja, so wenn das ein bisschen feucht war oder so, konntest du dich da auf den Dreck da setzen, auf die Kohle und so, ne? Ja, aber wie gesagt, da wollte ich mal hin. Und da habe ich mal eine gewisse Frage gestellt, ne? Ja, aber da rede ich jetzt nicht drüber, ne? Verplappert ihr euch da, ne, bei dem, ne? Ja, und nein, ich habe meine Partnerschaft, um Gottes Willen, das bestimmt nicht. Nee. Aber, ja, und dann haben wir halt so ein bisschen, ja, verkracht, kann ich jetzt nicht sagen. Nö, nee, das hat einfach dann für mich keinen Sinn. Ne? Ja, guck dich den Mann an, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Jetzt halte ich die Fresse, sonst kriege ich einen rein hier. So, muss ich die Paprika ein bisschen beiseite. Ach, sieht das gut aus. Sieht das gut aus. Leute, 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 Leute. So, Kätzchen, wo seid ihr denn alle? Jetzt gucke ich mal, wie ich das mit dem. Guck mal, ich nehme das Messer in der Hand, ich mache mal Schnipp, Schnapp, Schnipp. Könnt ihr mich sehen? Warte mal. Müsst ihr mal hören, ja. Könnt ihr nicht hören, ne? Charlie. Ist nicht viel. Wenn ich Specksoße mache, ist immer ein bisschen mehr über, ne? Ja. Ja. Na komm. So, komm hier alles grobflächig verteilen. Tinkerbell ist schon wieder da hinten und kriegt wieder nichts ab. Weil sie sich nicht dran traut. Da sind die heiß drauf. Da sind die, da kann ich denen sogar Sitz und Platz und Peng und Piff und Paff beibringen. Ich glaub, das würden die machen. Nur wenn die Speck kriegen. Da leben die. Dürfen sie nicht so viel. Ne? Also ein Stück Schwarte, das ist mal zwischen dem anderen, was sie sonst so fressen, ist das ja absolut geringfügig. So. So, ich werde jetzt mal Müll rausbringen. So. Hier ist noch wieder was. Die komischen Deckelskins. Ach, die lasse ich mal drin. Kann Niki sich gleich nochmal durchlesen. Ja, er liest das ja auch mal ganz gerne durch, so die Ingredienzien. Ja, ist ja auch gut so. Soll er ja auch, ne? Wenn ihm das interessiert. Ja, aber da ist so eine schöne Soße drum. Ja, guck mal, aber so farbig. Was denn? Ja, und so farbig soll das aussehen. Ne? Ein bisschen so Roststoffe dran kommen. So, ich bin dann auch gleich weg. Ich muss jetzt mal eben eine rauchen gehen und ich bringe jetzt den Müll raus. Ne? Bis später. Der Mann hat Langeweile, der muss an der frischen Luft. Mein Gott. Ja, mit Zerstörer. dem war gut aus. Du bist ein Zerstörer. Aber, warte mal. Ich sehe aus wie Catweasel-Klappe. Ich will nicht aussehen wie Catweasel. Hier, kannst du schon mal am Tisch verteilen. Was gibt er mich für den? Da kriegst du nichts mehr für, ne? Eine leere Blechbüchse kannst du haben. Ach.
Also ich trinke halb und halb. Das ist Bier. Wolltest du da nicht Dingsbums mitmachen? Wir haben, ja, dann kann ich noch ein neues Vitamalz holen. Ja, hier kann man ein neues Vitamalz, Malzbier holen. Malzgetränk. Ein Malzgetränkbier. Trinken nicht so viel, wir trinken gleich am Tisch. Ach Gott. Das Bauer braucht da noch so lange. Ich weiß nicht, wie lange er braucht. 25 bis 30 Minuten. Was? Ehrlich? Ach, da ist er. Ja, das ist doch schon durch. Das habe ich doch schon. Ja. Ich habe doch das vorweg, nee. Weil die Etagen, ja, das Gebläse, die heiße Luft, ja. Dann wäre praktisch. Ah? Wäre das andere auch jetzt schon fertig? Jo. Ja. Ich muss aber wissen, was der Käse an Zeit brauchen tut. Käsekopf. Der braucht 4 bis 5 Minuten und diese Zeit ist jetzt schon um. Hol jetzt raus, ich hab Hunger. Ja, ist ja gut, du. Stinkstiefel, du. Meckerkopf. Aber ich muss sagen, dieser, ne? Das hier, was ihr jetzt gerade seht, der Firma. Na, die Firma wollen wir nicht wissen. Ich habe das nicht mal eine Sekunde an der Kamera gehalten. Ja, okay. Ne? Aber das hier, der Kartoffelgratin, muss ich als Koch sagen, schmeckt ganz gut. Weil ich mache sonst Kartoffelgratin ganz einfach, simpel. Auf eine faule Variante, nämlich mit, das fühlt sich ja immer warm an. Mit Hollandaise. Das fühlt sich aber nicht warm an. Stopp. Jetzt guck mal, wie fein filigran ich diesen Paprika schneiden konnte. Ist das dünn? Ist das dünn? Was für einen Hobel hast du dafür verwendet? Da, das Messer. Guck dich das an. Damit habe ich jetzt scharf gemacht. Jetzt gucken sie, ne? Jetzt gucken sie. Mach mir keine Männeken. Ich habe kein Männeken gemacht. Aber ich sage mal, der, wo es von den Lippen ablesen kann, der konnte es wissen, was ich gesagt habe. Und ich kann noch auch wieder schneiden. Nein. Das man aus einem Kartoffel. Da muss man ausprobieren, das ist ja total dünn. Nee, das Messer ist zu dick. Na, ja, aber du siehst doch selbst, wie du kannst da ja mit einer Sau erlegen. Na! Das ist ja immer, ne? Er meint, Jo, so, und jetzt sind wir dann erstmal hinaus. Bereitet das Essen für morgen schon vor. Weißt du, irgendwann, ne? Wenn hier vorne was Silberblankes rauskommt, dann habe ich ein Messer in der Rippen, ne? Ich bereite nur das Essen für morgen vor. Nee, das ist meine Sorge. Keine Sorge, denn ich muss kochen. Ich so bin dann mal raus. Du lachst ja hier unten auch, wenn ich da oben bin. Dass ich ja höre, dass er da oben arbeitet. Ist der doof oder will der in der Mark? Dobe kriegen keine Mark, ne? Gibt's ja auch gar nicht mal. Halt doch, ich hab noch im Alibert. Alibert. Ja, in so einem Waschschrank hab ich noch eine Mark. Und 50 Cent Pfennig. Eine schöne Zeit. Ich wünsche euch was. Schön, dass ihr da wart. Haltet die Ohren steif und den Rest auch und Glück auf und. Ich hab was vergessen. Dein Teller. Nein. Ja? Du hast was vergessen. Was habe ich vergessen? Das da. Und den Daumen hoch. Den Daumen, das wissen die, das sehen die immer. Und das hier. Ja, das sehen die immer, dass sie den Daumen hoch machen müssen. Ne, und warte mal, wir müssen das jetzt auch nachmachen. Geh mal. Wohin? Und gerade was ich jetzt mache, wie heißt das?
ich Tango folge ihn. Also, nicht vergessen. Und folgen, liken und die Glocke drücken. Das sind die gelben Autos mit den Karos am Flugplatz. Follow me heißt das. Was läufst du eigentlich hier so rum? Roll noch den Flaschenöffner. Du wolltest dich ja verabschieden. Ah, jo, ich sag mal Tschüss.